Haben wir jemals ein FIFA Ultimate Team, eine FIFA Ultimate Team Folge mit einem Goldpack angefangen? Ich weiß es nicht, aber wir haben. Ja. Moralisch drin. Ja, yeah, geil. Ich habe mir gedacht, ich probiere noch mal ein bisschen, fordere noch mal ein bisschen das Glück heraus. Probiere noch mal ein bisschen was mit diesen Jumbo Packs hier. Das kannst du echt mit Pfeife rauchen. Das ist echt. Ach Gott, das Darmstadt-Trikot natürlich. Ja, natürlich das Darmstadt-Trikot. Wollt ihr mich verarschen, Freunde? Komm. Jetzt Eden Hazard oder so. Komm, gib mir mal einen richtig geilen, wo ich mir mal richtig stolz drauf sein kann. Ja, ist ja nicht schlecht. Ist auch nur verkehrt. Ne? Aber, nee. Einfach nein. Wir behalten ihn trotzdem mal. Ihn nicht. Sorry, tut mir leid, aber. Ich kann ja auch nicht den behalten. Wer ist das? Tuca Ferretti. War schön stolz, hatte. Ein hübscher Opa. Und sind die sie dann zum 23.000. Mal. Hammer. So, komm, eins noch und dann holen wir uns den Sieg. Endlich mal. Auf geht's. Was waren da? Wanyama, oh cool. Southampton, FIFA 16, Karriere-Let's Play. Lässt grüßen, Wanyama behalten nochmal. Das ist ein riesen Macker. Der sieht aus wie Vito Scaletta so ein bisschen. So, Heilungskarte nehmen wir mit, Positionskarten nehmen wir natürlich mit, Italien-Wappen nehmen wir nicht mit. Oh, das trägt nur Manchester. Nein, Manchester City nehmen wir nicht mit. Ich dachte, das wäre Leicester. Gott. Ich finde, die Logos kann man jetzt relativ leicht vertauschen. Leicester und Manchester City, so beim ersten Hingucken quasi, aus dem Augenwinkel. Ne? Komm, eins noch. Ja, jetzt aber wirklich Schluss. Ja, das ist nicht schlecht. Kolasinac ist nicht verkehrt. Wir werden zwar trotzdem bei Baba bleiben, aber Kolasinac ist nicht verkehrt. Jedinek. Ich komme aus dem Journey-Let's Play. Okay. So, hier noch. Die nehmen wir natürlich noch mit. Trainingskarte kann uns mal kreuzweise. Und Schmiedebach. Sorry, lieber Schmiedebach, aber du kannst uns auch mal kreuzweise. So. Leck mich doch. Weißt du, ach komm, ich reg mich da gar nicht mehr drüber auf. Schreie ich mich da gar nicht mehr drüber auf, hat ja gar keinen Sinn. Pass auf, wir sehen Liga 9. Wir müssen jetzt endlich mal uns eine Eier packen und verdammt nochmal für unsere Fans einen Sieg holen. Ja, für die Millions and Millions da draußen. Ich hau den Herrschaften hier mal so eine Fitnesskarte gegen den Kopf. Und mit dieser Fitnesskarte wird alles besser. Ich schwöre. Naja, ich weiß es nicht. Ob da wirklich besser wird, keine Ahnung, aber. Wir gucken mal. Wir gucken mal, ne? Also, wir spielen schon mal zu Hause. Das ist schon mal ein gutes Omen. Und wir spielen gegen. Ah, in Deutschland. Oh, alles klar. Auf geht's. Was machen wir denn hier? Oh, schön Trikot, oder? Schöne Trikot. Nehmen wir das. Sieht gut aus. Wir im klassischen Frankfurt-Sträflingstrikot und er mit. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was genau ist. Das eine war Kolumbien, das andere habe ich jetzt gar nicht geguckt. Und er hat ein russisches Team. Ach krass. Russische Teams, das kennt man jetzt auch nicht so oft. Der hat Taski auf jeden Fall. Wie gesagt, russisches Team ist jetzt nicht so häufig vertreten. Also ist jetzt nicht so gängig, sage ich mal. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht gut sein kann. So. Wir gehen erstmal ein bisschen auf Ballbesitz. Und vielleicht ein bisschen Pressing. Mal gucken. Was wir uns diesmal nicht erlauben dürfen, sind diese unnötigen Ballverluste. Aus der letzten Folge. Und die tun weh. So, Bellarabi. Versucht sich da am ersten Ball gewinnen. Siehst du, genau das meine ich. Das sind so Pässe. Jetzt fehlt nämlich Piszczek hinten. Das ist gefährlich. Ich glaube, Schartow ist ein ziemlich schneller Spieler. Ich glaube, der geht ab. Und nichts hält ihn am Boden. Ah. Schön, ne? Oh, Mama Mia! Achtung! Oh nein. Dieser Schartow, ich sag's doch, der ist sehr schnell. Oh, das war schön gespielt. Smolov, 1-0. Nein! Holy Mother of Darkroid. What's happening there?
So, Bellarabi. Doppelpass. Versuch mit Pisscheck und wieder ein Ballverlust. Leck mich doch am Arsch, ey. Oh, schöner Trick. Von Promise. Weiß er Promise? Ich glaube ja. Haha, dann habe ich gerochen, mein Freund. Asmelde. Schöne. Oh. Warte. Den habe ich. Irgendwie. Ja. Ich hab den. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ich hätte schon gehen können mit ihm. Oh nein, ich hätte gehen können mit Kampel oder Rode, ich weiß nicht, wer es war. Oh, wichtig. Nein. Aber er kriegt den zweiten Ball und Pisscheck ist da. Schön. Bellarabi. Wichtig von Pisscheck, aber dann muss Kampel auch rausrücken. Rode auch rausrücken und den Ball holen. Was ist mit ihm denn los? Schöle. Rode. Und Hernandez. Das klingt zu einfach. Das klingt viel zu einfach gerade. Boah, der Gegner ist nicht schlecht. Schartow. Oh, wieder ein Ballverlust. Was soll ich? Batra. Baba. Und jetzt mal ein schöner Pass auf Schüle. Das ist richtig nice. Schüle. Bellarabi! Ah, warte. Tja, nein. Warum geht den Schuss antäuscht nicht mehr? Ah, das ist immer so einfach. Der macht das nur noch aus richtigen Situationen, wo es auch Sinn macht, habe ich das Gefühl. Krass. Wäre nochmal eine richtig schöne Schusschance gewesen. Ach. Stark. Nö. Oh. Der kommt mir zu sehr mit seinem Promise da durch. Und wieder ein Ballverlust. Alter, das muss aufhören. Die Ballverluste müssen aufhören. Aber ist ja FIFA dran schuld. Nicht ich. Weiß Bescheid. Sorry, dass ich über euch Hater-Spasten da draußen einfach nur noch lachen kann. Über irgendwelche Mongos, die irgendwelche Kack-Kommentare schreiben. Da kann ich mich nur drüber lustig machen. Tut mir echt leid. So. Oh, fuck. Vorsicht. Fernandes. Haben wir. Soll ich mal einen Konter setzen? Die Bälle auf Fernandes kommen nicht. Dies ist nicht gut. Das war mal sehr stark von Baba. Schöne macht das sehr gut. Kampel. Das Blöde ist, dass Hernandez grundsätzlich nie da steht, wo er stehen sollte. Und zwar in der Mitte. Ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht, warum. Hat das was mit der Pressing-Einstellung vielleicht zu tun? Schön. Was denn? Oh. Auf zu tanzen da. Was ist denn da? Ja, Schöne. Nein, warum mach ich denn sowas? Schöne, zweite Chance. Schöne. Schöne! Ja! Entschuldigung, wenn ich ein bisschen übersteuert habe. Ganze Nachbarschaft hier zusammenschreien, ey. Dann macht der da unten jetzt schon wieder, der Fetzack. Du hast wieder im FIFA zocken. Weißt du, der Jens Karl-Heinz? Der blöde Junge da. Hernandez. Komm. Hausspiel. Ey, das ist... Ach, komm. Ja, komm. Ey, das ist genauso eine Situation gewesen wie vorhin. Ganz ehrlich. Das ist genau so eine Situation gewesen wie vorhin und jetzt pfeift das auf einmal nicht mehr ab, Alter. Das ist doch einfach nur so bescheuert. Ich meine, man darf keine Kritik an FIFA üben auf YouTube, ich weiß, aber ganz ehrlich, der Schiedsrichter, beziehungsweise die Schiedsrichter, bei FIFA 17 sind einfach Katastrophe.
Nehmt's als Kritik oder was weiß ich, keine Ahnung, sucht's euch aus. Aber das ist Fakt einfach, dass die Schiedsrichter hier echt katastrophal sind. Schön! Ein klares Tor! Warte. Oh, da war ein Gegner drin. Jetzt Vorsicht. Jetzt nicht wieder im direkten Gegenzug den Ausgleich kassieren, das wäre toll. Ja, ein bisschen mittig jetzt spielen, schön. Karim Abdul-Jabbar. Kennst du den? Da war mal ein Basketballspieler, der war riesengroß. 5,10 Meter, sagt Buschmann. Ah, Belrabi, den machen wir mit. Hishit. Der Belrabi muss mit, wenn er ist. Was zur Hölle? Oh. Mein fucking God. Was war das? Bitte gerade eben. Es war kein Abseits. Oh. Oh. Nee. Nee. Das ist doch nicht. Nee. Egal, komm. Munderwischen weitermachen. Jetzt nicht damit aufhalten und so eine Chance. Aber trotzdem, Alter. Das ist doch. Das ist doch ein Hohn. Ist mal ganz ehrlich. Ich meine nicht Hoden, sondern Hohn. Ne? Für einige Sexualexperten da draußen. Ich meinte Hohn. Nicht Hohn. Wobei Hoden auch lustig wäre. Nein, nein, das ist auch ein Hoden. Als Stürmer sollte man den schon reinmachen. Schön von Hernandez. Flanke kommt. Bendlerabi annehmen. Hoi! Vielleicht sollten wir so einen dann auch mal irgendwie reinmachen. So. Das ist wieder kein Foul, natürlich nicht. Aber das passt schon. War auch, glaube ich, sogar Ball gespielt. War sogar ausnahmsweise meine richtige Entscheidung, dass ich hier ist. Meine Stimme haut ab. Nein, 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 warte. Kampel. Schüle. Und erstmal safe. Oh. Die Drehung. Warum spiele ich? Das ist jetzt ein Foul! Schiedsrichter einfach mal die Schnauze hauen. Ganz ehrlich. Scheiße. Den hätte ich mir noch locker sogar zurechtlegen können. Und jetzt sagen können, pass mal auf. Ich schieße den da und dahin. Na egal. Schürrle und Hernandez im Zusammenspiel. Flanke wieder. Da oben auf Belarabi. Flanke. Da, die Flanke war nicht gut. Und das ist wieder ein zweiter Ball für den Gegner. Aber hey. Kampel. Thiago. Thiago! Da Kampel. Ist er oben wieder am Abseits? Nee. Gib mir doch wenigstens mal eine Wiederholung, dass. Ach, ich habe da extra noch geguckt, dass er nicht im Abseits ist. Er war es aber trotzdem. Das kann ja nicht sein. Warte, warte, warte. Oben. Ja! Schön. Und jetzt? Sanft und toll und rein und schöne und nein. Ich sehe das schon kommen. Wir spielen wieder nur 2-2. Pass auf. Glaub mir. Wir machen das Tor nicht. Dieses wichtige dritte Tor. Schön. Na, Zweikampf von Baba. Auch das. Eine ganz nette Idee. Nein. Vorsicht. Promise. And he's very forced. Schön. Schön. Das war kein Foul. Das war kein Foul.
Oh nein. Okay, komm. Egal. Was war das denn? Muss ich mit dem Kopf annehmen? What's going on with you? Are you stupid? Schön. Den kriegt Bellarabi noch. Jetzt muss da unten einer gehen. Komm, hallo Leute, was ist los mit euch da unten? Jetzt können wir nur einen Flanken da unten. Ist da einer? Kampel ist da, aber der ist kein Kopfballspieler, Schöne! Was ist das denn? Bin ich auf. Scheiße, ich glaube, auf Heber gekommen. Hernandez! Hernandez! Warum? Oben im Ohr. Das kann doch nicht sein, ey. Was ist denn los? Oh. Weißt du, wir hinten. Kein Fall. Hör auf zu pfeifen. Nimm die Pfeife aus dem Maul. Ich hab's genau gesehen, wie du sie reingesteckt hast. Was? Komm, ganz unten ist der Schüler frei. Der Schüler frei. Ah. Wir müssen das Tor machen, Freunde. Schön von Rode. Jetzt muss halt auch irgendwann mal der Pass kommen, Sebastian. Nein, 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 nein. Fährmann. Komm, 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 den Eckball verhindern, ne? So. Ach, das war zu einfach. Schade, ich dachte, dass vielleicht noch einen Schritt nach draußen geht, weißt du? So dumm. Das war so dumm. What's this? Kein Foul. Hör auf. Schlau. So. Problem ist, Schöle ist auch nochmal der Fitteste gerade. Was mache ich denn da immer? Was probiere ich da mal für einen Twack? So. 88. So. Ja, das ist so Kundo-Zeit jetzt. Da war auch noch getunnelt. Jetzt ist der Gegner plötzlich in Überzahl und keiner weiß warum. Das ist. Das ist Einsatz, meine Freunde. Das ist nicht gut. Das ist sehr nice. Das ist noch beschissener. Alter. Mein Gott, das wäre eine exakte Kopie aus dem letzten Spiel gewesen. Thiago ist verletzt. Egal. Macht nichts. Oh. Jetzt muss man. Ja! Schön! Hernandez! Mach ihn! Ja! Die Entscheidung! Alter, ich bin. Nee. Ich hab vorhin geduscht. Hab ein frisches T-Shirt angezogen. Ja. Das kann ich mir auch vor Ultimate Teamaufnahmen scheinbar sparen. Warte mal, kein Tor jetzt mehr, Christian. Komm. Lass uns das Ganze positiv bitte beenden. Yes! Super! Alter, das ist normal. Schön. Wir haben in den richtigen Situationen vorm Tor. Leider viel zu selten in dem Spiel. Aber wir haben in den richtigen Situationen vorm Tor Ruhe bewahrt. Und dann am Ende des Tages, denke ich, verdient gewonnen. Und die drei Tore gemacht, das war wichtig. Dass wir im richtigen Moment das Tor noch schießen. Ich glaube, das war einfach mega, mega wichtig. Boah. Alter Schwede. So, komm, darauf erstmal noch ein Jumbo-Pack hier, komm. Weil wenn ich das nächste Mal wieder Ultimate Team aufnehme, werden die wahrscheinlich nicht mehr da sein. Bitte schwingen, machen wir die jetzt einfach mal auf hier. Zwei Stück raus. Ach, sind auch noch zwei Stück. Die machen wir gerade mal auf hier, komm. Müssen wir ja nicht verkommen lassen. Oh. Ui, Savage.
Ja. Kann man mal behalten, vielleicht sogar. Kann man mal gucken, vielleicht für ein spanisches Team irgendwann mal. Wenn das so läuft wie letztes Jahr, haben wir bald so viele spanische und englische Spieler und italienische, dass wir da allein schon Teams draus basteln können. So, oh, ah, ich hätte nach Diaby noch gucken können, aber ja, nee. Nee, nix. War nur schnell. Komm, das Ding ist jetzt hier, komm. War nigga. Ja. Wir packen ihn mal auf den Transfer, gucken einfach mal, was er bringt, aber ich glaube, nein. Hey, Diagne! Die Akne. Mein Name ist Horst Breckenreiter und ich hab die Akne. Wenn ihr jetzt fragt, wer Horst Breckenreiter ist, ich weiß es nicht. Beckenreiter wäre lustig. Bademeister, ne? Beckenreiter. Guter Typ. Na egal, scheiß drauf, ich sollte die Kappe halten. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet, in der nächsten Folge wieder von Let's Play Ultimate Team FIFA 17. Mein Name ist Tobinator und ich bin jetzt raus. Bis dahin. Tschüss.